Auf jeden Fall noch Loot wahrscheinlich. Irgend so ein Idiot, wenn der jetzt mit dir spielen würde, wird bestimmt hupen. Und alle hier anlocken. Ja, ich. Hupe sehr gerne. Bisschen was gefunden in Magazinen. Ich habe eine Waffe. Echt? Ja, in dem Haus nebendran, in diesem Steinhaus. Hier holen. 5 Duo. Oben. Oben bitte. Warte mal, was liegt denn da? Weiß nicht. Kleidung, glaube ich. Ich gucke mich im Haus um. Weil hier habe ich auch die Chance, jemanden zu töten, wenn er vor mir steht. Mein Schiefparett hat da gelegen. Cool. Wie, da liegen jetzt Magazine, das sind die falschen. Ne, sind die richtigen Leuchtspuren. Hast du gerade nachgeladen? Ja, ja. Gut. Ich habe es mal auf 100 Meter gestellt. Ja, wegen Nahkampf und so. Was da für eine kleine Worker-Overalls? Die ist ziemlich lootet, ey. Oh, aber eine Weste, sehr gut. Backups. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hast du gerade Waffenmodus gewechselt? Ja, sogar das hörst du, ja. Ja, ja, das ist halt ich hab auf sehr creepy. Schnellfeuer habe ich gestellt. Und 100 Meter. Sea Rowing. Oder so. Hier oben ist noch Munition. Muss ja gleich mal sagen, was du für Munition. MK16 ist das, ist doch Stanag oder sowas. Wahrscheinlich. Waffe nur im Vorbeilaufen gesehen. Ah, ich habe noch eine Uzi hier. Weiß nicht, wo der hinkommt. Ah, in die Main. Ah, doch, kann ich glaube ich im Rucksack mittragen. Hier ist noch eine M4. Aber oh, die nimmt dann dieselbe Munition wie deine. Unterlaufgranaten brauchen wir glaube ich keine. Ah, gut, ich nehme jetzt so eine PDW im Rucksack mit. Hä, wo habe ich denn die PDW nochmal gesehen? Läufst du hier oben rum? Ja. Ja, ja. Hinter dir jetzt. Ich habe irgendwo eine PDW. Ah, da ist die PDW. Nice. Hast du gefunden? Ja, hier ist eine Tarnweste und hier ist noch eine zweite. Journalistenkleidung, die ziehe ich jetzt an. Ich bin nur Journalist. Ich nehme alles nur auf hier. Mit der Kamera. Gut. So, das ist der letzte Raum, wo ich noch nicht reingeguckt habe. Ja. Dann können wir weitergehen. Ich habe leider kein Visier gefunden. Du irgendeins? Nö, aber ich habe Kim und Korn bei dem Ding hier. Da wollen wir fahren? Ja. Und jetzt haben wir die Karre. Und Waffen. Willst du fahren? Ja, nee. Warte mal. Oder? War dein Auto? Geräusch? Irgendwo? Guck du auf die Karte, dann kannst du nämlich sagen, wo ich langfahren soll. Ich habe mir sogar einen Marker gesetzt, wo wir hin müssen. Wohin? Oder soll ich ihn aussetzen? Links hinter uns. Ja, kannst du auch machen. Auf Camp. Einfach in die Mitte des blauen großen Kreises. Weil der wird sich ja immer enger schließen. Ach, da hinten ist das. Okay. Also ich habe noch ganz viel Munition dabei. Kann ich hier im. Ne, ich kann hier kein Inventar bedienen, schade. Brumm. Hätte ich eventuell noch Munition für dich. Hm. Also nur sagen, ob du 5 Komma oder 6 Komma. Keine Ahnung. Wir müssen spannend. Jetzt für mich müssen wir nach rechts. Ja, ich querfeld ein mit dem Ding hier. Ist. Ach. Sonst in dieser Tarnfarbe würde noch kein Spieler aufmerksam machen. Hm. Das ist voll unauffällig. Die denken dann, oh, da fährt gerade ein Zivilist rum. Pizza Service. Bombing Zone. Was? Aber bis wir da sind, ist er wieder weg. Okay. Ich habe mein GPS die ganze Zeit an, also wir sind nicht drinnen. Ja, ich sehe es schon. Da vorne. Wenn wir drinnen sind, zeige ich. Schnell! Oh mein Gott! Habe ich mal, das ist eine richtig geile Waffe und dann kann ich es nicht ordentlich benutzen, weil halt das Zoom damit einfach nur mega komisch aussieht. Map has been updated. Jo, der blaue Kreis ist jetzt kleiner geworden. Weiß nicht mal, ob wir schon drin sind. Ja, wir sind drin. Hier sind Häuser? Nee, doch, nee, nee. Schade. Da vorne sind Häuser. Guck mal. Hm? Wow! Oh, guck mal rechts oben ist auch noch so ein Turm.
Da könnte man theoretisch auch noch vorbeigucken. Was? Die Häuser sind gerade noch so in der Zone drinne. Ach, passt schon. Sechs von uns. Bam! Anhalten. Kannst du mal reingucken. Beste Rucksack. Mission. So nehme ich mit. Hier war auf jeden Fall jemand. Granaten drin. So, und nun? Ach, da vorne ist der Marker. Also noch zum Turm da rechts, oder was? Ja, die können wir theoretisch, ja. Die Wolken bewegen sich gerade voll creepy, wenn ich die Kamera drehe. Also die Mitte ist circa da oben bei diesem Lager. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Turm ein gutes Scope bekomme, kann ich halt schon von Weitem reingucken. Aber ich wechsle dann gleich eben auf die PDW, um da durch den Turm durchzustürmen. Das ist doch Zielort als Straße. Der Weg hier müsste mal eigentlich schneller werden. Ja, müsste bis jetzt schneller werden, ja. So gerade, ob ich da irgendwie Bewegungen sehe. Aber irgendwie denke ich mir halt, bei so wenig Leuten, die noch da sind, die Chance sehr gering, dass hier halt jemand ist. Sehe halt an. Wechsle hier kurz die Waffe. Nee, hey, passt die Waffe überhaupt da rein? Ja, geil, die passt einfach rein. Alles klar, ich stürm das Ding. Türen hier oben sind zu. Nice. Ich habe eine Gasweste gefunden. Gleich habe ich mein ganzes Chief-Outfit wieder. Barett, Gasweste. Westen. Sieht gut aus. So dass hier keiner ist oder war. Dicke Magazine, aber sowas nehme ich nicht mit. Schalldämpfer, First Aid Kit, sehr nice. Oben auf dem Dach. Bei deinem Feuermodus, ey. Ja, ich habe gerade nochmal mein Magazin kontrolliert. Ich habe leider nur eins. Ich habe gedacht, ich hätte zwei. Hier ist eine Waffe mit Granatwerfer. Ah! Aua, aua! Ah, vom Fernsehturm! Aua! Er schießt aufs Auto. Das sind zwei Stück. Siehst du die? Ich sehe nämlich keinen. Ja. Aber ich habe die ein bisschen mit meiner Leuchtspur eingeschüchtert. Warte, ich tausche gerade eben kurz die Waffe, weil oben liegt ja noch eine M4. Die wissen, dass ich hinter dem Auto warte. Boah, ich bin nicht immer erschrocken, ey. Wo sitzen die denn genau? Da läuft einer! Diese beide von hier oben. Einer ist tot. Ja, aber der hinterm Stein lebt noch. Da ist ein Stein, siehst du den? Links ja, vom weißen Auto, da sitzt der und zielt auf mich hinterm Auto. Hey, der hat einen Reifen kaputt geschossen, glaube ich. Wo ist denn das Auto? Ach, da unten. Ja, okay, ich sehe es. Der ist hinterm Stein und hat mich im Visier. Also, der hat das Auto im Visier. Das ist das, was ich meine. Ich sehe jetzt, dass der auf mich zielt, weil ich außerhalb auf der Third Person bin. Das ist eigentlich voll cheaten. Denkst du, der sieht das, wenn ich jetzt rechts am Auto vorbeirenne? Zu ihm? Ja, das sieht er wahrscheinlich, ne? Kann gut sein. Da, ich sehe ein Ziel. Ab! Ha! Hast du gerade? Ich hab'n. Ja, du hast ihn. Aber ich hab Angst angejagt. Okay. Gehen wir jetzt schnell looten? Ja, ich gehe gerade schon zur. Ey, ich sehe voll rot. Ist alles kaputt. So, ich habe jetzt kaum noch Munition hier für die Waffe.
Haben die gute was dabei? Der hat noch eine Pistole gehabt. Ich gehe zum hinteren, der im Busch lag. Ja, ich habe auch eben eine gefunden. Nur noch drei to go, das heißt wir beide gegen noch einen. Ja. Oh, wir sind outside der Zone. Nein, oh mein Gott, und jetzt? Wir müssen schnell mit dem Auto reinfahren. Ich habe einen Marker gesetzt, ja. Was passiert, wenn man zu lange draußen bleibt? Komm schnell runter. Ich bin an dem seinen. Wie blöd! Das Auto ist komplett ganz. Die haben drauf geschossen und haben anscheinend auf keine wichtigen Teile geschossen. Bis unten. Okay, der hatte ganz. Ja, hier kommt was. Der hat auch noch Schrott dabei. Ich habe schon die Pistole genommen und der Rest ist Müll. Oben liegt aber noch eine Waffe, ne? Alles mitnehmen. So. Muss mich kurz heilen. Ich weiß nicht, warum ich kaputt bin. Ich glaube, weil wir außerhalb des Kreises sind. Nee, ich bin kaputt, weil ich getroffen wurde zweimal. Nee, ich wurde ja oben nicht erwischt. So. Mitte des Kreises ist markiert. Ja, ich habe auch schon markiert. Kilometer. Schnell beeilen, weil wir kriegen, glaube ich, kontinuierlich Schaden, wenn wir außerhalb sind. Oh oh. Ja gut, die Zone ist direkt vor uns. Laut ja, oh mein Gott! Nicht der Stein. Das ist ziemlich gebremst da vorm Stein. Krass. Baba. Knapp. Ja, ich bin noch nicht drin. Das Ding macht ja. Das ist ja Beschleunigung wie Bobbycar. Ein bisschen weiter nach. Genau. Wir können das theoretisch direkt durchfahren. Aber da wartet bestimmt jemand auf uns, wette ich mit dir. Hinter dem Berg. Fuel! Hä? Fuel Tank ist kaputt. Der ist rot geworden gerade. Aua! The fuck? Lol? Der Fuel Tank ist explodiert. Ich glaube, das Auto hat auch kontinuierlich Schaden bekommen, kann das sein? Ja, aber durch. Ach, stimmt. Wenn man außerhalb. Ja. Ja. Außerhalb des Kreises darf man nicht mit Autos fahren. Was? Toll, was sind das für eine Information? Alle Autos, die außerhalb der Zone sind. Aber wir sind gerade reingefahren. Das war schon ein bisschen assi, aber. Gut. Boah, scheiße, wir hätten das voll gewonnen. Dann hätten wir am Ende so Deathmatch, weißt du, so Rücken an Rücken und dann. Boom. 10 Schritte nach vorne und drin schießen. Ja. Ja, egal. Ich denke mal, für den ersten Eindruck für Battle Royale war das eine gute Folge. Beziehungsweise Session. Ja, Freunde von Arma 3 und Flash LP und M to the G, da würde ich sagen, das war's erstmal von Battle Royale und wir sehen uns dann in Altes und anderen Let's Plays. Mal gucken, ne? Bis dann. Mhm. Ciao. Ciao.